Jo Leute, was geht ab? Da bin ich wieder. Teil 2, mit wie weit komme ich mit 100 Euro? Wir fangen direkt nochmal mit einer Hexos-Dot an. Le Bandit im letzten Teil war jetzt nicht so erfolgreich. Ja, aber im Großen und Ganzen war okay. War okay. Eye of the Panda. Eye of the Panda. Ich weiß, ich habe bei mir noch nie wirklich gegönnt. Hat noch nie bei mir wirklich gegönnt. Ich gebe Chance. Ich gebe ein bisschen Chance. Ich erwarte auch hier natürlich schnelle Freispiele. Ganz easy. Ganz easy, jetzt hoffentlich rein. Come on. Was war hier eigentlich nochmal das Getter-Symbol? Wann? Oder brauche ich einfach dreimal Panda? Ich glaube, ich brauche dreimal Panda einfach, oder? Ey, ich spiele den Slot wirklich so selten. Und wenn ich im hier drin war. Ah ne, FS, ja, ja klar. FS, ja, ich glaube, ich habe den. Habe ich den schon mal so gespielt? Doch, habe ich schon mal so gespielt. Hat, wie gesagt, bei mir weder mit Bonus-Spice noch mit normalen Spins. Hat gegönnt, hat nix wie jetzt. Also so kann man das nicht vorstellen, wie der in der Vergangenheit zu mir war. Boah. Okay, aber Le Bandit hat beim letzten Mal auch ein paar Spins gepoppt, bis er reingegangen ist. Ah. Egal, wir bleiben erstmal noch drin. Einfach jetzt dreimal Scatter und ab rein. Ab rein. Ach komm schon, was macht der denn hier mit uns? Scatter? Schwierig. Wozu habe ich extra Chance an, frage ich mich. Wozu habe ich die verschissene... Ich bleib so lange... Ich will mal ein gleiches Prinzip wie bei Le Bandit. Ich bleib so lange drin, bis ich Freispiele sehe. 9,60 Euro mit dem Multi. Ach du Scheiße. Sehr schwach. Also ich mag ja wirklich Hexo-Slots, mag ich wirklich, spiele ich sehr gerne. Und auch immer mehr gefühlt. Aber mit der Slot hier kann ich absolut gar nichts anfangen. Nicht erst seit heute. Nicht weil der... Ach, Alter, was hat der Panda? Ich werde auch gleich so, wenn hier gleich mal mindestens 3 Scatter kommen. Gucke ich genauso wie der Panda. Was soll ich sagen? Ich mag ja wirklich Hexos, aber hier mit der Slot, ich kann einfach nichts anfangen. Ich kann einfach nichts mit dieser vollkommenen Mistlot hier anfangen. Guck ich das mal an. Ach du Scheiße, 1 Wett bis jetzt. 1 Wett bis jetzt. Oh, 12 Euro mal. So. Der ist wieder die ganze Balance, gell? Da muss gleich wieder Geld auf Olympus retten oder was? Komm schon. Zweites Red und nichts passiert. Nicht dein Ernst. Nicht dein fucking Ernst. Hä? Ach. Nee, ich muss raus. Ich muss tatsächlich raus. Das gibt's doch nicht. Oh, was eine Gülle, wirklich. Was ein vollkommener Magerquark. Also dieser Slot erweitert definitiv die Blackliste. Zu 1000%. Also diesen Slot. Wow, wir sind drin. Und dann lässt er uns wirklich nur in den normalen Bonus rein. Der hat jetzt so viel gefressen. Jetzt bitte. Jetzt, come on. Wir brauchen viele Pandis. Viele Pandis. Ja. Ach nee, es darf nichts connecten so früh, oder wie war das? Ja, das ist jetzt wieder Müll, oder? Wir brauchen so einen Sticky Panda. So einen Sticky Panda brauchen wir. Genau so war das. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wie die Freispiele waren. Weil ich so selten in dieser Müllstadt bin. Ach komm schon. Nicht gut. Gar nicht gut. Ah, was macht der? Letzter Spin schon wieder. Ey, danke, 43 Euro. 43 Euro auf 1,20 Euro. 1,20. 1,60. Okay, back to back nochmal rein. Ich wollte gerade sagen, gönnt doch den 4-Scatter. Da oben rechts hat er sich versteckt. Gibt es ja eigentlich auch
5 Scatter-Bonus, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Aber jetzt, das heißt noch lange nichts, gell? Genau, wir brauchen die Pandas. Genau so. Weiter, weiter, weiter. Mehr Pandas. Gönn doch das erste Mal bei mir. Mehr Pandis, mehr Pandas. Gönn doch den dritten. Oh. Mehr Pandas. Ja, wir sind. Da ist ja der dritte. Wo kommt er denn her? Hat gar nicht gesehen. Sei gegrüßt. Ja, ja, ja. Weil, nein, nicht da hinten. Nicht da hinten. Wir haben nur noch 4 Spiele. Komm schon. Auf jeden Fall schon mal besser als eben der Bonus. 4 Pandas, das ist gut. Das ist gut. Weiter, weiter, connect. Nee, nicht aufhören, nicht aufhören. Komm schon, das ist gut. 4 Pandas ist gut. Ja, die sind gut. Connection ist auf jeden Fall da. Einfach weiter connecten. Einfach weiter connecten. Ja, Connection ist auf jeden Fall da. Sehr gut. Da auch nochmal. Sehr gut. 10er Multileiter, nur ein schmutziges A. Ah, Eis ist da. Eis, ich liebe Eis. Gut. Weiter, weiter, weiter. Der Hamburger. Nein, der connected gar nicht. Oh, die sind gestapelt, aber gar connected. Oh, jetzt geht's so schnell. Und weiter. Nein! Schade. 2 Spins haben wir aber noch. Komm schon. Ja, die 100x macht er. Die 100x sind da. Oh, oh, der war gut. Der war gut. Sehr gut. Sehr gut. Er auf der Band hat ein bisschen gebraucht, hat viel gefressen. Aber jetzt, das gehen wir wieder zurück. 372 schmeckt. Komm, weiter, weiter, weiter. Da geht noch ein bisschen was. Da geht noch ein bisschen was. Oh, 10 connected, wichtig. Okay, die sind gut positioniert. Ah, jetzt ist vorbei, oder? Die müsste alle nach hinten verteilen. Aber der war richtig gut. 576 für wen? Schmeckt. Ich hoffe, das war wirklich das erste Mal, dass er über 200x gegönnt hat. Der Slot. Aha, da sind wir doch. Ey, auf der Panther besser Slot. Ich habe nichts gesagt. Aber ich glaube, jetzt brauche ich die nächsten 2 Monate nicht mehr reinzugehen. Das hat er bei mir noch nie gemacht. Aber okay. Ich würde sagen, bei 750 gehen wir raus. Bei 750 gehen wir raus. Dann hat er doch nochmal echt gut gegönnt. Hätte ich nicht gedacht. Ich war ja schon. Ich wollte schon gerade die Blacklist erweitern. Ich wollte schon gerade. Wir gehen nochmal rein. Nochmal 4? Nein. Aber nochmal die normalen. Sehr gut. Wir gehen hier nicht mehr raus. Come on. Einfach nochmal 100x. Einfach nochmal 100x. Ja, okay. Sagen wir erstmal die Pandas. Nein, jetzt connected er. Nein, nein, nein. Schade, leider nur ein Schmutzsymbol. Nur Schmutzsymbole gehabt. Ja, 30er, 34, okay. Na, ah, jetzt connecten die wieder. 32 immerhin. Ah, Müll. 33, okay. Ja, oh, ja, okay. Ging auch noch mal schnell rein. 79. Holen wir noch mal mit. Er hat uns über 800 Euro gebracht. Also über 800 Ballante. Sehr gut. Bei 800 raus. Vielleicht geht er noch mal rein. Ich glaube, der Slot will jetzt. Ich bleibe auf dem Einsatz. 61 ist der Einsatz bei der Slot. Okay. Positiv überrascht. Ah, manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Das sagt Pripp auch immer zu mir. Braucht ein bisschen Geduld bei manchen Slots. Sehr gut. Okay, 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 okay. Ja. Alles klar. Wir gehen zur nächsten Slot. Lieber Panda. Sehr lieber Panda. Hey. So, als nächstes mal zur Abwechslung. Ja. Eine Play-Go-Slot. Wenn ich freiwillig in eine Play-Go-Slot gehe, dann ist es definitiv Tomb of Madness. Mal gucken, ob wir die Krake heute sehen. Bisschen Chance kriegt es doch von mir. Bisschen Chance. Bisschen Chance. Irgendein Gefühl für die Krake. Irgendein Gefühl bei der Krake. Genau. Viele Bücher. Ja, okay, wir kommen noch. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das ist unbelievable. Come on. Gold, Gold, Gold. Oh, 3 fehlen noch, das gibt's nicht. Ja, wir sind drin, wir sind drin. Ja, wir kriegen sogar viele Portaleffekte. 6 müssten es sein, oder? Jawohl. Schnelle Portaleffekte, sehr gut. Aber das heißt noch nichts. Das heißt noch nichts. Okay, der war schon mal gut. Und mittels alle Felder kriegen die, ja. Da
links noch verfügbar sind. Viele Bücher auf einmal, aber das sieht noch viel aus. Unten, wir brauchen unten rechts die Bücher. Unten rechts. Ja, okay. Nur noch, wir haben die, doch, wir sind schon drin. Alter, wir haben noch zwei Portaleffekte und wir haben schon die Kacke beschworen. Die Kacke kommt auf jeden Fall. Sehr gut. Nochmal 36. Ja, okay, gut. Gute Bücher. Gute Bücher. Abriss und nochmal. Oh, nochmal was Gutes. Okay, Krake. Jetzt bitte gute Symbole. Einfach gute Symbole für die Krake. Nein, das sind keine guten Symbole. Schwert connected, aber wir haben kein Multi. Ja, schade. Ja, ist okay. 100x insgesamt, über 100x. Ja, ist okay. Krake an sich war eher schwach, aber mit den Hits davor, gut. Gut, wir kamen schnell rein. Was ist doch gut. Was ist denn los? Ja? Ich glaube, ich gehe direkt wieder raus. Ich sag ehrlich, ich glaube, ich gehe wieder raus. Es ist typisch Play&Go. Meistens kommt nach einmal guten Freispiele da wirklich. Also über 100x ist bei Play&Go schon verdammt gut. Ich sag ehrlich. Ich glaube, ich gehe direkt wieder raus. Kurzer Besuch bei Tomb of Madness. Krake gesehen. Ich wollte nur Hallo sagen. Ich hab meinen Soll erfüllt. Ja, okay, vielleicht will er nochmal auf den Zweier. Ich würde ja sagen. Ich sag ja. Lass die Bücher doch stehen. Ja, das mag ich. Schwert? Ja, Schwert da connect. Gehen wir nochmal rein. Jetzt macht er wieder die Bücher weg, obwohl die so wichtig gewesen wären. Ja, wir sind nochmal drin. Alter, was geht jetzt ab? So kennt man Play&Go gar nicht. Oh, die waren jetzt. Schade, 5 Portaleffekte hätten eben auch schon gereicht. Für die Krake. Mal gucken. Come on. Vielleicht hat die Krake nochmal Sehnsucht nach mehr. Wer weiß. Gucken uns das Spektakel an. Komm schon, weiter. Mehr Bücher, bitte Bücher. Ja, das ist auch gut. Linke Seite fehlt nur noch. 3 Felder fehlen. Einfach jetzt nach links. Ja! Nein! Quatsch! Was für Quatsch! Was für gut. War leider nichts. Die Richtung hat gepasst. Aber die Felder haben nichts gebracht. Ah, schade. Keine Krake. Schade. Aber trotzdem nochmal 55. Hey, wir sind über dem Taui. Das war eigentlich Step 1 Ziel. Mit wie weit, als ich den Hundi hier mit dem Hundi gestartet bin. Jetzt sind wir beim Taui. Ich sag mal so, wir gehen jetzt erstmal hier raus. Wir gehen erstmal jetzt hier raus. Frenetic. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Warum gehst du jetzt raus, wenn der Slot läuft? Ah, ich sag ehrlich, ich glaube, der will jetzt nicht mehr. Ja, will ich nochmal ganz schnell rein? No. Komm, nochmal schnell rein. Come on, Boot. Nein, Rot connected gar nicht, schade. Ah, einzig. Das ist wirklich der einzig gute Playing Ghost Dog, meiner Meinung nach. Die anderen Playing Ghost Dogs gönnen mir einfach nichts. Das ist wenigstens der ein oder andere über 100x bei der Slot hier. Okay. Ich würde sagen, eines dort geht. Eines dort geht noch. Ja, ich habe gerade Zufall gesehen. Es gibt jetzt hier Merkur-Slots neuerdings. Ich muss ehrlich sagen, Merkur-Slots, ich habe es auch schon mal auf einer anderen Seite gespielt. Ich finde das ganz schrecklich, ja. Aber jetzt so mal ein bisschen testen. Bisschen testen. Fishy Frenzy. Eigentlich kommt früher Spilo, kam ich da immer gefühlt oft rein, aber bezahlt hat der nie was. Einfach mal just for fun, sag ich mal, jetzt hier rein. Vielleicht gönnt er tatsächlich einfach mal ein bisschen mehr geil. Die Mist so. Ne, eigentlich gar nicht geil, aber ich habe mir überlegt, ich glaube, auch wenn ich jetzt wieder unterm Taui bin,
unter dem Taui bin. Ich glaube, ich werde. Ja, ich glaube, ich werde. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß, ich überlege es mir nach dem Video, ob ich noch einen Teil 3 mache oder ob ich eine Auszahlung beantrage. Werdet ihr auf jeden Fall erfahren. Aber ich wollte jetzt einfach nur einfach aus Prinzip meine Merkur-Slot. Ich wollte eigentlich wollte ich so, ich wollte eigentlich so Big Best Slot spielen. Und dann sehe ich durch Zufall Fishy Frenzy seit neuerdings Merkur Slot. Falls ihr wisst, wo ich spiele, schaut gerne in der Infobox vorbei, in der Videobeschreibung. Der erste Link. Ich sag's zwar immer wieder, spielt am besten gar nicht. Schaut die Streams, schaut die Videos. Falls euch die gefallen, dann hinterlasst doch gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Kostet nichts. Da verpasst ihr auch keinen Stream mehr. Und okay, Turbo geht auf jeden Fall. Ja, allzu lange will ich jetzt hier auch nicht drin bleiben. Weil also ich muss sagen, früher am Automat Merkur habe ich gefühlt mit der Leiter und so, ja. Aber online, ich fühle es 0,0. Genau wie Novus. Das ist einfach. Novus sind noch ein bisschen mehr als Merkur. Also Merkur ist ja schrecklich. Ich habe auch welche in der Community, die sagen, ey, Merkur, beste online. Sind zwar die wenigsten, aber Geschmäcker sind halt immer unterschiedlich. Was auch gut ist. Was natürlich auch gut ist. Aber trotzdem, einmal Freispiele würde ich jetzt schon gerne begrüßen. Ach komm schon. Dann wäre ich doch besser in Big Bass reingegangen. Maximal bis 900. Maximal bis 900. Dann habe ich auch genug von den Merkur-Slots. Wäre ich doch besser in El Torero gegangen. Da war ich auch kurz davor reinzugehen, als ich gesehen habe, Merkur am Schlüssel. Aber habe gedacht, wahrscheinlicher Freispiele zu sehen bei Fishy Frenzy. Auch wenn sie dann wahrscheinlich alibimäßige 10x gezahlt hätten. Aber ich hätte sie trotzdem gerne gesehen. Ich hätte sie trotzdem sehr gerne gesehen. Aber weil wir eben schon gesehen haben, manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Und ich glaube auch noch daran, ich belief daran, dass wir hier noch die Freispiele hier und heute sehen. Einfach 3 Skater rein jetzt. Aber allzu lange Chance haben wir nicht mehr. Wie gesagt, bei 900. Komm! Sauer. Ich absolut gar nicht. Gibt es hier einen Geschleiter? Nee. Ach komm schon. Der sweatet oft, aber gibt es hier Leiter? Nein, gibt es nicht. Man kann sogar Bonus kaufen. Wie viel wird der kosten? Der kostet tatsächlich 100x die Mission. Was? Man kann tatsächlich bei Mercosur das Bonus kaufen. Das gibt es bei Novo nicht. Ach, was sehe ich ja jetzt erst? Ach, was? Ah, weißt du, wissen wir mal für die Zukunft. Ja, aber trotzdem. Ich bin trotzdem zufrieden, auch wenn wir jetzt hier nochmal bei Fishy Frenzy einen Huni verbrannt haben. Aber trotzdem ist okay. Ist gut, ist gut. Wie gesagt, ich überlege es mir. Kommt noch ein dritter Teil, kommt kein dritter Teil, mach ich die Auszahlung. Ich weiß noch nicht, mal schauen. War leider Müll. Ich hätte gerne euch noch die Freispiele gezeigt. Fishy Friends, aber soll nicht so sein. Ist okay, ist okay. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Stream. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ich habe gedacht, die Abschlusstaktik wird funktionieren. Immer wenn ich mich verabschiede, kommen eigentlich noch Freispiele. Hat diesmal nicht geklappt. Eine Mist, so ich mach glatt. So, alles klar, jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, ciao. Oh, gut,